Jo, da wären wir auch schon wieder. Das ist so viel zu tun. Habe ich die Steine schon geholt? Nee, erstmal Few Blocks abliefern, das ist okay. Und ja, es ist tierisch, tierisch viel zu tun. Ich hoffe, das haut alles so weit hin, wie ich mir das gerade vorstelle. Ich denke eher nicht, aber damit müssen wir ja klarkommen, wenn es soweit ist. Also erstmal hier alles voll machen. Voll, 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 voll. Wir haben immer noch welche. Das ist sehr gut. Warum hatten wir da Holz drin? Nimm das Holz mal mit, das können wir für was anderes benutzen. Da, ein Stack mal mit für so Kram. Die wollten wir alle umbauen zu Sauberwasserdingern. Habe ich genug Zeug für Sauberwasserdinger? Nee, da fehlt Stein. Ernsthaft? Okay, wir brauchen Stein. Habe ich überhaupt noch Stein? Da ist noch Stein. Achso, ich sollte es nicht hier rausnehmen, weil die Roboter fliegen das Zeug schon hin und her und das ist nicht so gut. Und das von da hinten. Na, das schaut doch gut aus. Gib mir ein Stack davon, dafür kriegst du ganz viel Holz. Und ich brauche bald mehr von den Kisten. Ein. Du brauchst richtig viel Ressourcen. Du bist übel. Hier, nimm nochmal ein Stack. Dann Eisenplatten. Mehr Eisenplatten, die ich gerade rausgenommen habe. Na, ein paar sind schon wieder da, okay. Jetzt bauen noch einen davon. Dann sind unsere Eisenplatten wieder weg. Das ist schweineteuer. Aber gut. Roboter bauen sollten wir auch weiter durchgehen. Wir haben immer noch lange nicht genug. Wobei die Forschung könnte das jetzt herumreißen. Also sobald wir das hinbekommen, dass wir die Stack-Size von den Robotern erhöhen. Haben wir zwar nicht ausgesorgt, aber verdoppeln wir quasi unsere Roboterleistung. Das ist super. Noch irgendwas, was ich mitnehmen wollen würde. Ja, nimm nochmal ein Stack davon mit. Was ist mit dir? Du brauchst immer noch Stahl. Das ist nicht gut. Hier Stahl. Hier rote Chips. Go, go. Die habe ich dabei. Die modulare Rüstung bringt immer noch nichts, sie anzuziehen, weil wir haben nichts zum Reinstecken. Aber das sollte ich bauen. Brech den zweiten mal ab. Und bau bitte. Können wir noch nicht. Ich hätte gern so ein Schild, vielleicht auch zwei. Das wird es dann zwar ewig dauern, mit den Portable Solar Panels das aufzufüllen, aber wenn er einmal voll ist, dann haben wir so einen kleinen Puffer für so eine Basisstürmaktion. Das wäre echt schick. Und es wird jetzt schon wieder hell. Ja, okay. Ich habe mir was vorgenommen, das sollte ich jetzt auch machen. Bau die Giftkapseln. Und macht dir eine Basis da oben kaputt. Bei den Giftkapseln gibt es übrigens aber auch schlechte Nachrichten. Hier sind überall schlechte Nachrichten. Die sind alle. Mist. Also Giftkapsel schlechte Nachricht. Die Giftkapsel schlechte Nachricht ist, dass sie gar nicht an den Spawnern Schaden gemacht hat. Ich habe mir das irgendwie mal eingeredet und das sah auch so aus. Irgendwie kurzfristig. Aber bei der einen Aufnahme, die ich vor kurzem gesehen habe, von einer vorherigen Folge. Da hat man die Giftwolke auf dem Spawner gesehen und es ist nicht runtergetickt. Im Gegenteil, es ist sogar hochgetickt, weil die Dinger sich recht schnell regenerieren. Also machen die Giftkapsel wohl echt nur Schaden an den respawnenden Viechern. Was schon mal sehr praktisch ist. Gerade beim kleinen Zeug, das killt das ja fast instant. Und an den Würmern. Was jetzt schade ist. Also es ist gut, weil wir eh Würmer killen wollen, aber es ist schade, dass wir damit halt nicht so eine Basis einfach zuspammen können. So. Also schmeiße ich jetzt die Giftkapseln zu den Würmern und hoffe das Beste. Also, dass sie mich nicht töten. Und schwupps. Warten. Ja, die ticken runter. Regenerieren die. Ah, sogar der Große. Ah, das ist auch zum Entforsten super, sehe ich gerade. Jetzt warte ich, bis die Wolke weg ist und guck, ob die eine natürliche Regeneration haben, wie die Spawner auch. Ja, haben sie es, aber irre langsam. Okay, dann machen wir das Ganze jetzt nochmal. Schwupp. Wow, guck, 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 guck. Ich sag ja, auf die Big Würmer, da muss man tierisch aufpassen. Die one-hitten einen sonst. Den kriege ich jetzt auch so nicht kaputt. Genau, der Mediumwurm ist auch. Ne, ist auch nicht tot. Okay, ich werfe die mal so, dass. Oh.
Genau, so dass die versuchen, mich zu treffen, aber sie noch nicht spucken, dann laufe ich schon wieder zurück. Und die Reichweite von der Wolke müsste den Rest machen. Genau, weg, 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 weg. Du kriegst auch noch Schaden, das ist gut. Aber die Wolke wird nicht reichen. Ne, okay. Und go. Das sollte jetzt reichen. Okay, damit sind die Würmer auch Geschichte. Das heißt, wir laufen jetzt hoch. Auch wenn mal ein wenig mulmig ist. Ne, ich sollte da bleiben und gucken, ob der wirklich stirbt. Weil sonst bleibt er jetzt mit 3 Lebenspunkten oder was da stehen und regeneriert sich hoch. Das wird doof. Und kaputt. Okay. So, jetzt hoch zu dem Spawner. Das Beste hoffen. Mauern. Ja, ich könnte ein paar Mauerstücke hinbauen, aber das bringt nicht so wirklich viel. Vielleicht habe ich mir wirklich zu viel vorgenommen. Ich sollte das echt mit Basen regeln. Aber es dürfte eigentlich nicht schaden. Das Schlimmste, was passiert ist, sie zerkauen uns ein paar Mauern, aber die kosten nur Stein. Wobei, was heißt hier nur? Wir haben kaum nur Stein. Na gut, durch, durch, durch. Lebenspunkte sind auch fast hoch regeneriert. Das ist gut. Ich hoffe, das Ding da hat sich nicht irgendwie weiter ausgebreitet. In unserer Abwesenheit. Da krabbelt was. Oh, Medium, Medium. Ah, 4 Medium-Biter. 5. Und all so ein Zeug. Okay, werft die mal dahin. Oh Gott. Okay. Da schon respawn. Draufhalten, draufhalten, draufhalten. Könnte irgendwer mit der Muni. Die kriegen immer einen Biss rein. Mach ich so mehr Schaden? Glaub nicht. Geh mal auf Max Reichweite. So. Go, 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 go. Es wird nämlich dunkel und dunkel ist doof. Komm, komm, komm. Kein Respawn, kein Respawn. Okay. 2. Ernsthaft? Okay, nimm mit, nimm mit, nimm mit. Abhauen. Ich sehe den roten Punkt südlich von uns. Er ist weggelaufen. Ein Fahnenflüchtling. Okay. Das hätte ich bei den Aliens irgendwie nicht erwartet. Die sind alle so, ja, Hive-Intelligenz und was weiß ich. Aber vielleicht geht er auch nur zurück, um das Ganze zu berichten. Und dann schicken sie einen neuen los, um eine neue Basis aufzubauen oder so. Na gut, mir soll es recht sein. Alles Forschungspunkte für mich. Sobald die Forschung da durch ist, müsste das Ganze noch viel einfacher sein. Und dann werde ich weiter töten, töten, töten. Damit wir richtig schön viele Alien-Artefakte haben. Mach hier so ein bisschen dicht. Jedes Mal, wenn wir hier so ein kleines bisschen was machen, dann ist es auch irgendwann fertig. War da noch eine Lücke? Ja, Baumlücke. Ich hasse Bäume. So. Baumlücke? Baumlücke. Die 2er-Mauerfetzen lassen wir da liegen. Ist okay. Soll ja später eh alles mal zweifach, dreifach, zigtausendfach Mauern werden. Und mein Spielercrafting hat gerade nichts zu tun. Du bau bitte Secondary Steam Engines, richtig? Richtig, wir haben da schon 3. Bau nochmal 3. Bau noch einen Haufen Boiler. So. Die Dinger hatten wir, glaube ich, schon gebaut. Und für Spaß noch ein paar Rohre, damit wir die nicht immer neu nachcraften müssen. Gut. Ja, damit dürfte das Spielercrafting eine Weile zu tun haben. Wie auch immer er das macht, während wir hier am Bäume hacken und Mauern setzen sind. Aber vielleicht ist das ja auch irgend so eine Crafting-Einheit, die er am Körper trägt. Wobei. Also eigentlich, wenn man es wirklich versuchen will mit irgendwelchen wissenschaftlichen Sachen zu erklären, was hier gerade passiert, dann müsste der irgendeine Art Quantum Storage haben, wo er alle Sachen drin gelagert hat, also alle Ressourcen, weil er kann keine 43 Strommasten auf dem Rücken rumtragen. Das wäre komisch. Also hat er irgendwie so einen, ja, Quantum Storage, also einen ultra komprimierten Storage Container oder einen mit einem Zugriff zu einer anderen Dimension.
Und da zieht er dann die Sachen raus, so wie Simon the Sorcerer, aus seinem Hut und craftet damit. Beziehungsweise der Computer, der das Ganze dann für ihn craftet. Aber wenn er so einen Hightech-Kram hat, warum baut er denn verdammt nochmal Dampfmaschinen? Und kein Fusionsreaktor. Ja, egal. Also, wie... Sind wir schon fertig? Oh, okay. Man muss diesen komischen Quantum-Fusionsreaktor Crafting-Computer nur ein bisschen loben. Schon wieder viel schneller. Das ist sehr gut. Wir brauchen Stahl. Ja, das ist nichts Neues. Lass mich rein. Mach zu. Die Military-Forschung geht aber gerade, glaube ich, nicht weiter wegen den hellblauen Tränken. Weil ich da immer Stahl von Hand nachschmeißen muss. Das ist doof. Also ja, automatisieren hatte ich eh vorgehabt für diese Folge und die nächsten Folgen. Irgendwann mal. Aber nur ein bisschen Sorgen um das Eisen. Und das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Weil jedes Mal, wenn irgendwas noch von mir abhängig ist, dann wird es schleifen gelassen. Weil ich irgendwas anderes mache. Weil ich losgehe, Basen zerstöre oder Kohle hole oder Fuelblocks oder was weiß ich. Und dann läuft es nicht so, wie es laufen sollte. Und gerade Forschung ist jetzt so dermaßen wichtig, dass wir da am Ball bleiben. Weil es wird nicht lange dauern, da kommen die ersten Big Biter. Und dann haben wir ein Problem. Und dann kommen die Berserker und dann kommen die Elder Biter und die sind so dermaßen schnell, dass wir nicht mehr weglaufen können. Auch nicht mit 1-2 G-Hilfen, die wir zu dem Zeitpunkt dann vielleicht uns leisten können, weil wir eine Power Armor und K2 haben. Und Fusionsreaktoren, und selbst dann werden wir ein Problem haben. Ne? Und dann kommt das nächste und das nächste, das nächste. Also, wie geht's dir? Nicht gut. So, hier, nimm alles an Stahl. Die da. Gib mir rote Chips. Ah, gucken, wie viel Eisen wir haben. Ordentlich, okay. Schmeiß das alles wieder um. Haben wir so eine elektronische Schmelze inzwischen? Ne, haben wir noch nicht erforscht. Robo-Abdeckung haben wir hier natürlich, ja. Okay, dann nimm jetzt die Schmelze da. Setz die... Oh. Ist auch nicht abgedeckt vom Stromnetz. Könnt ihr einfach irgendwo hinsetzen, ne? Ja, setz die mal... dahin kurzfristig. Und du nimmst bitte nur... Wo ist mein Ärmchen? Da ist mein Ärmchen. Nimm es bitte nur Eisenplatten. Du kriegst ein Stack davon. Und wir brauchen eine rote Kiste, wofür wir Stahl brauchen. Hey, was für ein Zufall. Ja, bitte doch ein bisschen was davon zurück. So. Her damit. Provider Chest. So, das kommt alles da gleich wieder raus. Da eine Kiste rein. Übergangslösung fürs Erste. Später machen wir das alles mit elektronischen Dingern. Wahrscheinlich sogar ein ganzer Viererblock davon. Aber jetzt haben wir so schon mal einen stetigen Zufluss an Stahl, der dann hier oben verbraucht werden kann. Ja, die brauchen alle hellblaue Tränke. Das ist nicht gut. Ganz und gar nicht gut. So, in den Kommentaren wurde gesagt, dass das mit den grünen Tränken nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Oder waren es grüne Chips? Weiß ich gerade gar nicht. Aber ich glaube, das mit den grünen Chips, den Fehler hatte ich behoben. Warum kriegst du keinen Draht? Du. Draht. 200. Also ja, die Roboter sind ausgelastet, aber so ausgelastet? Hm. Gib mir mal all... Wow. Gib mir mal all deinen Draht. Das ist eine Menge, ja. Hier, bitteschön. Gib mir mal all dein Draht. Oh, das ist Hammer. Ja, aber gut, können wir alles gebrauchen. So, das war die eine Chipfabrik, die andere Chipfabrik... Genau andersrum. So. Okay, läuft auch wieder. Wobei das hier eh schon fast alles voll ist. Nimm das mal mit.
So, was noch? Genau, die Stromgeschichte. Das mache ich jetzt mal kurz. Also wir nehmen jetzt dich weg, dich weg. Ich muss unbedingt darauf achten, was für Steam-Engines das sind, weil wir haben jetzt auch Tertiary im Inventar. Du machst jetzt einen davon dahin.